Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Leibniz Health Tech Lecture. Wir begrüßen heute Frau Professor Annika Grünebohm, die am Leibniz Institut für analytische Wissenschaften, das ist das ISAS, zur experimentellen medizinischen Bildgebung forscht. Die Universität Duisburg-Essen und das Leibniz ISAS haben Frau Annika Grünebohm gemeinsam zur Professorin berufen. Sie kommt ursprünglich aus Essen, hat ihr Biologiestudium an der RWTH in Aachen durchgeführt und ihre Promotion hat sie dann an das Universitätsklinikum Essen geführt. Anschließend war sie dann Gruppenleiterin an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat dort mithilfe bildgebender Verfahren rheumatologische und immunologische Fragen beantwortet. Ihre Forschungsarbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Der Titel unserer heutigen Health Tech Lecture lautet Der Werkzeugkasten der Fluoreszenzmikroskopie, Brückenschlag in die Immunologie. So, damit bitte ich Frau Professor Annika Grünebohm, ihre Kamera einzuschalten und mit dem Vortrag zu beginnen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Hellwage, für die einleitenden Worte. Genau, also heute begrüße ich Sie ganz herzlich zum Bereich der Fluoreszenzmikroskopie. Wir werden uns heute mit verschiedenen Techniken in diesem Feld beschäftigen und wie diese für die immunologische Forschung, insbesondere in translationalen Ansätzen, nutzbar sind. Zuerst einmal möchte ich mit den Herausforderungen beginnen, die die Fluoreszenzmikroskopie für uns Wissenschaftler bereithält, die mit biologischen Proben arbeiten. Wie Ihnen sicherlich allen bekannt ist, umfassen biologische Proben verschiedene Größenordnungen, angefangen vom Organlevel. Hier sieht man einmal eine murine Niere. Weiter geht es mit dem Gewebelevel bis hinunter zu zellulären Strukturen, die sich in diesen Organen befinden. Und natürlich gibt es auch Größenordnungen weit darunter im Nanolevel-Bereich, wenn wir über intrazelluläre Strukturen sprechen, die insbesondere für Zell-Zell-Interaktion relevant sein können. Diese ganzen verschiedenen Strukturen stellen optische Herausforderungen dar, wenn wir über Mikroskopie sprechen. Und deswegen gibt es verschiedenste Technologien, die es uns ermöglichen, diese verschiedenen Größenordnungen darzustellen bzw. zu adressieren. Wie Sie hier sehen, unterscheiden sich diese ganzen Techniken hinsichtlich ihrer technischen Möglichkeiten von Röntgenstrahlung über elektromagnetische Darstellungsmöglichkeiten bis hin zur Fluoreszenzmikroskopie, die hier in lila dargestellt ist. Und mit diesen Techniken werden wir uns heute beschäftigen. Wie Sie dieser Grafik auch schon entnehmen können, gibt es nicht eine Technik, die sämtliche Größenordnungen in biologischen Proben umfasst. Deshalb müssen wir insbesondere, wenn wir alle diese Skalen adressieren wollen, verschiedene Techniken miteinander kombinieren. Und wie das funktionieren kann, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Das erste große Problem, worauf wir allerdings stoßen, wenn wir über Fluoreszenzmikroskopie sprechen, ist die Interaktion von Licht mit dem biologischen Gewebe. Hier treten verschiedene Limitationen durch Absorption, Reflexion oder Lichtstreuung auf, die es verhindern, dass das Licht tief in das Gewebe hineindringen kann. Das ist insofern problematisch, als dass wir von außen quasi nur die äußerste Schicht biologischer Strukturen, zum Beispiel die Haut, sehen können. Viele der Strukturen, die uns aber interessieren, wie jetzt der Verdauungstrakt, das Skelettsystem, das Blutgefäßsystem oder Nervensystem, liegen aber unterhalb der Haut, sind für uns also von außen nicht sichtbar. Dementsprechend stellt sich die Frage, wie kommen wir an diese Strukturen heran, um sie für uns mikroskopisch sichtbar und zugänglich zu machen? Ein schönes Beispiel, das ich hier anführen möchte, ist dieser sogenannte Glasfrosch. Von oben sieht er erstmal aus wie ein ganz gewöhnlicher Frosch. Schaut man sich dieses Tier jedoch von seiner Unterseite an, stellt man fest, dass der Bauch auf natürliche Art und Weise transparent ist. Das heißt, dieses Tier ermöglicht es einem, von außen, ohne es manipulieren zu müssen, in das Innere des Tieres sehen zu können. Wir können von außen den Herzschlag beobachten oder auch den Verdauungstrakt erkennen. Wenn man sich jetzt vorstellt, was es bedeuten würde, einen transparenten Patienten zu haben, das würde uns ermöglichen, von außen direkt zu sehen, wo vielleicht eine Entzündung stattfindet oder wo ein Tumor gerade wächst. Das würde das Leben für biomedizinische Forscher, insbesondere bei immunologischen Fragestellungen, deutlich einfacher machen. Leider sind wir Menschen aber nicht transparent und dementsprechend müssen wir uns andere Methoden bedienen, die es uns ermöglichen, tief in Gewebe hineinblicken zu können.
Ein physikalischer Ansatz, den ich mir in meiner Arbeitsgruppe zunutze mache, ist das sogenannte optische Clearing. Bei dem Verfahren machen wir biologische Proben wortwörtlich transparent. Hier rechts jetzt einmal an diesem Video dargestellt, um das Prinzip des optischen Clearings zu erklären. Hier sehen wir einmal eine Glasflasche, die gefüllt ist mit vielen kleinen Glaskugeln. Glas per se ist transparent, aber hier können wir nicht hindurchschauen, weil wir zwischen den Glaskugeln viele luftgefüllte Zwischenräume haben. Wird dieser Zwischenraum nun mit Wasser gefüllt, das die gleichen optischen Eigenschaften wie die Glaskugeln hat, wird das Ganze plötzlich transparent und wir können durch die ganzen Glaskugeln hindurch in das Innere der Glasflasche schauen und die innenliegenden Strukturen erkennen. Das ist das Prinzip des optischen Clearings. Wir tauschen verschiedene Molekülklassen in Geweben miteinander aus, um die refraktiven Indizes in dem Gewebe zu homogenisieren und diese Summe transparent zu machen. Inzwischen gibt es zu diesem Verfahren zahlreiche Publikationen, die verschiedene methodische Ansätze haben, um dieses Ziel zu erreichen. Als ich mich mit diesem Feld angefangen habe zu beschäftigen, gab es allerdings noch nicht so viele Protokolle, weshalb ich damals mein eigenes entwickelt habe. Und dieses optische Clearing-Verfahren, das ich etabliert habe, basiert auf dem sogenannten Ethylcinnamat, dem Zimtsäure-Ethylester. Das ist eine organische Komponente, die natürlicherweise in verschiedenen Früchten oder auch in Zimt vorkommt, also vollkommen ungefährlich für den Anwender ist. Und der Vorteil ist, diese Reagenzie ermöglicht es sowohl weiche Gewebe, wie zum Beispiel Herzen, zu clearen, aber auch harte Gewebe, wie zum Beispiel Knochen. Das ist recht ungewöhnlich, da die meisten Clearing-Protokolle in der Regel nur für weiches Gewebe geeignet sind. Darüber hinaus, wie ich eben schon erwähnte, ist die Zimtsäure-Ethylester ein Bestandteil von natürlich vorkommenden Früchten, dementsprechend komplett ungiftig, wird auch weit in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, eignet sich aber eben auch optimal dazu, Gewebe durchsichtig zu machen. Des Weiteren ermöglicht mein Protokoll auch den Erhalt endogener Fluoreszenzproteine. Das ist insbesondere relevant, wenn Sie mit transgenen Mauslinien arbeiten, die zum Beispiel Fluoreszenzproteine wie GFP oder TD Tomato exprimieren. Diese Signale können bei diesem Protokoll erhalten bleiben. Darüber hinaus, insofern Sie nicht mit transgenen Linien arbeiten, besteht auch die Möglichkeit, Ihre Zielstrukturen zu färben, zum Beispiel über Fluoreszenz gekoppelte Antikörper und so die Strukturen, die Sie interessieren, sichtbar zu machen. Hier sehen wir jetzt einmal ein Beispiel, wie eine Pfote von einer Maus vor dem Clearing und nach dem Clearing aussieht. Also oben noch undurchsichtig und in dem Bild darunter wirklich glasklar. Wenn wir jetzt diese glasklaren Proben haben, stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt weiter damit in Bezug auf Fluoreszenzmikroskopie? Eine besondere Technik, der wir hier in meiner Arbeitsgruppe nachgehen, ist die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie. Hier einmal ein Bild von dem Gerät, das wir hier am ISAS stehen haben. Das Besondere bei diesem Mikroskop ist, dass der Laserstrahl nicht wie bei anderen Mikroskopen ein fokussierter Punkt ist, sondern zu einer flachen Lichtscheibe aufgeweitet wird, die rechtwinklig zur Anregung detektiert wird. Diese Lichtscheibe ermöglicht es mit relativ wenig Zerstörung der Fluoreszenzsignale schonend für das Gewebe große Proben zu mikroskopieren. Hier sieht man einmal eine Probe, die sich in dem Mikroskop befindet. Also wir können wirklich die gesamten Organe am Stück in diesem Mikroskop platzieren und dann fluoreszenzmikroskopisch untersuchen. Die Aufnahmen, die wir dabei generieren, können wir hinterher zu 3D-Modellen rekonstruieren. Hier jetzt einmal beispielhaft so eine geklierte Mauspfote, wo wir in Grau die allgemeine Gewebeautofluoreszenz, die generelle Morphologie erkennen können. Und in Rot sind hier Blutgefäße mittels eines fluoreszenzgekoppelten CD31-Antikörpers angefärbt. So. Diese Technik nutzen wir in verschiedensten immunologischen Fragestellungen. Und hier möchte ich einmal ein Beispiel anführen, wie die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie zur Optimierung von diagnostischen Verfahren, die in der Klinik oder generell in der Grundlagenforschung sehr etabliert sind, genutzt werden kann, um diese zu optimieren und zu verbessern. Das Ganze möchte ich Ihnen jetzt einmal am Beispiel von der nephrotoxischen seruminduzierten Glomerulonephritis aufzeigen. Generell verfügt die Niere über ihre Filterungseinheiten, die sogenannten Glomeruli. Das sind die hier in gelb dargestellten Kügelchen. Und diese Glomeruli sind sehr stark vaskularisiert. Sie sind dafür zuständig, unser Blut zu reinigen und zu filtrieren.
Und kommt es jedoch zu Nierenentzündungen oder Nierenschädigungen, verändert sich die Struktur dieser Glomeruli. Wie hier rechts in der schematischen Grafik dargestellt, fangen dann die Gefäße an, durchlässig zu werden. Proteine werden in den Urin freigesetzt, die dort eigentlich nicht hingehören. Die Filtrationsleistung nimmt ab. Wir haben massive Fibrosen innerhalb der Glomeruli, was dazu führt, dass die Gefäße innerhalb dieser runden Kugeln einfach zusammengedrückt werden und zusammenschrumpfen und so noch mehr ihre Funktionalität verlieren und es letztendlich zum Nierenversagen kommen kann. Bisher ist es in der Klinik üblich oder in der klinischen Forschung üblich, die Glomeruli eben in Bezug auf die Größe ihrer Vaskularisation, dieser Vascular Tufts, zu analysieren. Hier sieht man einmal ein histologisches Bild von einem gesunden und einem erkrankten Glomerulum. Und was bisher gängigerweise getan wird, ist histologische Schnitte von Nieren anzufertigen, also dünne Scheibchen, und auf denen per Hand die Durchmesser und die Anzahl der Glomeruli auszuzählen und zu vermessen. Das Ganze ist natürlich sehr mühsam und kann auf 2D-Schnitten natürlich auch nur einen Ausschnitt so eines ganzen Organs wiedergeben. Das, was wir jetzt hier in dieser Studie gemacht haben, ist eben eine entsprechende nephrotoxische Serumnephritis zu induzieren und zu einem späteren Zeitpunkt bei etablierter Erkrankung CD31 gelabelte Antikörper zu injizieren, um die Blutgefäße in diesen Organen darstellen zu können. Der gesamte Workflow sieht wie folgt aus. Man spritzt die gelabelten Antikörper in das lebende Tier, wo sie dann im Blutkreislauf zirkulieren. Über die Zeit diffundieren die Antikörper auch aus den Gefäßen heraus und können auch an Strukturen binden, die sich im umliegenden Gewebe befinden und dort die entsprechenden Zellen markieren. Die Organe werden anschließend perfundiert, um ungebundene Antikörper zu entfernen, und daran schließt sich eine Gewebedehydrierung an mit anschließendem Clearing, mit dem eben schon beschriebenen Ethylcinnamat, was dann die Organe durchsichtig macht. Hier sieht man einmal so eine Niere vor und nach dem optischen Clearing und hier entsprechende lichtblattmikroskopische Aufnahmen. In der oberen Reihe sehen Sie eine gesunde Kontrollniere, in der unteren eben eine erkrankte. Die linke Darstellung zeigt die 3D-Rekonstruktion so einer ganzen Niere, während wir rechts daneben einen optischen 2D-Schnitt haben. Und alle diese rot aufleuchtenden Pünktchen, die Sie hier sehen, das sind die Filtrierungseinheiten, die Glomeruli in der Niere. Bei der oberen Niere sind diese alle vollkommen intakt, gleichmäßig rund geformt, während Sie in der unteren Niere einzelne Stellen sehen können mit schwarzen Arealen. In diesen Zonen, hier auch mit diesen weißen Boxen angezeigt, können Sie sehen, dass die Vaskularisation fehlt. Wir haben hier kein positives CD31-Signal, das heißt, hier liegen eindeutige nekrotische Areale vor mit Schädigungen. Und in Kombination mit weiteren fluoreszenzmikroskopischen Techniken, hier einer Kombination aus Konfokal- und 2-Photon-Mikroskopie, kann man noch detaillierter die feinen Strukturen in diesen Nieren darstellen. Und hier kann man dementsprechend ganz klar noch einmal sehen, wie rund und gleichmäßig geformt die Glomeruli in einer gesunden Niere aussehen und wie sehr sie zusammenschrumpfen und deformiert werden, wenn eine entsprechende Nephritis vorliegt. Natürlich möchten wir nicht nur mit unseren Bildern Strukturen beschreiben, sondern auch quantifizieren. Und das, was wir getan haben, ist uns eben das 3D-Volumen dieser ganzen Organe mit der Lichtblattmikroskopie zunutze zu machen. Hier haben wir über künstliche Intelligenz Algorithmen entwickelt, die es uns ermöglichen, vollautomatisiert die einzelnen Glomeruli in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Also wir können sie nicht nur auszählen, sondern auch volumetrisch genau markieren. Und das ist das, was Sie jetzt hier links in dem Video in Türkis markiert dargestellt sehen. Jedes einzelne Glomerulum wurde vollautomatisch von der Software erkannt und vermessen. Und Sie können ja einmal schätzen, wie viele Glomeruli eine solche Niere beinhaltet, die normalerweise per Hand ausgezählt wird. Das sind um die 15.000. Dass man das natürlich nicht manuell auf histologischen Schnitten leisten kann, ist relativ naheliegend. Dementsprechend wird aber auch der Vorteil dieser Technik sofort ersichtlich. Wir haben die Möglichkeit, hier wesentlich mehr Strukturen zu analysieren und das Ganze nicht nur in 2D, sondern dreidimensional, also wirklich voxelgenau das Volumen und die Anzahl der Glomeruli in ganzen Organen zu charakterisieren, was eine wesentlich präzisere Statistik ermöglicht, eine wesentlich präzisere Diagnostik. Und das, was Sie hier sehen, ist einmal der Vergleich von dem Volumen der gesamten Niere,
Diese steigt zu Beginn der Entzündung an durch die Schwellung, die das Organ während der Entzündungsphase erfährt, nimmt dann wieder ab. Und in dem zweiten Graphen sehen Sie eben die Quantifizierung der gesamten Glomeruli aus all den Nieren, die wir in dieser Studie adressiert haben. Jeder einzelne Punkt entspricht einer Niere, die jeweils zwischen 10.000 und 17.000 Glomeruli beinhaltet. Dementsprechend haben wir hier ganz andere Möglichkeiten, die Verläufe von Erkrankungen zu adressieren und wesentlich spezifischer zu analysieren. Also hier nicht nur präziser zu arbeiten, sondern obendrein auch noch schneller zu sein, als das mit der Histologie und der manuellen Auswertung möglich ist und somit entsprechend diese diagnostischen Verfahren auch zu optimieren. Ein anderes Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, fokussiert sich auf chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und ulcerative Colitis. In diesem Fall haben wir markierte humane CD4-positive T-Zellen in Mäuse injiziert, denen eine Colitis auch induziert wurde und anschließend Blutgefäße mit CD31, wie mit eben schon beschrieben, angefärbt. In dieser Studie wollten wir wissen, wo bei Darmentzündung die T-Zellen hinmigrieren, ob sie aus den Blutgefäßen auswandern, wo sie im Gewebe sitzen und mit wo sie interagieren. Und was wir hier ganz klar sehen konnten, ist, dass die T-Zellen in der Tat aus den Gefäßen heraus migrieren, allerdings an den Krypten im Ileum assoziiert bleiben und dort mit den Blutgefäßen interagieren. Was wir dann getan haben, ist, verschiedene Medikamente zu testen, inwiefern diese effizient die Infiltration von den T-Zellen in das Gewebe blocken können. Das Ganze haben wir dann lokal quantifiziert, indem wir an verschiedenen Arealen die Zellen in dem Gewebe volumetrisch ausgezählt haben. Und auch das erfolgte vollautomatisiert und nicht per Hand, wie das sonst in der Histologie der Fall wäre. Hier sieht man einmal die optisch freigestellten Zellen und wie diese dann entsprechend innerhalb eines definierten Volumens, hier mit den roten Punkten markiert, ausgezählt werden können. Diese Studie konnte dazu beitragen, nachzuweisen, dass Vedolizumab ein sehr potenter Inhibitor ist, was die Infiltration von T-Zellen in den Darmtrakt angeht. Vedolizumab ist eine neuartige Klasse von Integrin-Antagonisten, die jetzt auch gängig in der Darmtherapie von chronischen Darmerkrankungen wie Colitis eingesetzt werden. Diese ganzen Techniken können allerdings auch in der Grundlagenforschung eingesetzt werden, also nicht nur in translationalen biomedizinischen Ansätzen, sondern auch grundsätzlich in der biologischen Forschung. Hier sehen wir einmal einen geklärten Knochen. In Rot sehen Sie das Knochenmark, das sich in dem Knochen befindet, und transparent außenrum der kortikale harte Knochen. In dieser Studie haben wir uns mit den Blutgefäßen des Skelettsystems befasst. Und was Sie hier sehen können, ist ein Ausschnitt vom Knochen, wo mit den gefüllten weißen Pfeilspitzen die dichte Vaskularisation im Knochenmark angezeigt wird. Was allerdings für uns sehr überraschend war, sind diese Strukturen, die mit den leeren Pfeilspitzen markiert sind. Das sind Blutgefäße, die das Knochenmark durch den kortikalen Knochen hindurch mit der peripheren Vaskularisation verbinden. Und diese Strukturen waren zu dem Zeitpunkt dieser Studie tatsächlich noch nicht in der Literatur beschrieben, weshalb wir uns diese dann genauer angeschaut haben. Hier haben wir solch einen geklärten Knochen in ein anderes Fluoreszenzmikroskop überführt, in ein Zwei-Photonen-Mikroskop, wo wir in Grau dargestellt mittels SAG-Imaging den kortikalen Knochen darstellen können. In Türkis sehen Sie venöse Gefäße und in Rot Arterien. Und hier können wir ganz klar sehen, dass diese Gefäße, die den kortikalen Knochen durchziehen, die wir als Transcortical Vessels bezeichnet haben, sowohl venös als auch arteriell sein können und sich im Knochen an der Grenzfläche zum Knochenmark mit den darin befindlichen Gefäßen verbinden, sowohl mit venösen als auch mit arteriellen Gefäßen. Durch die Möglichkeit, den ganzen Knochen am Stück zu mikroskopieren mittels Lichtblattfluoreszenzmikroskopie, waren wir auch in der Lage, diese Gefäße
sehr detailliert und umfassend analysieren zu können. Zuerst einmal haben wir uns die Durchmesser dieser Gefäße angeschaut. Und was hier auffällt, ist, die TCVs, die hier an zweiter Stelle stehen, sind relativ klein. Sie haben einen durchschnittlichen Durchmesser von vielleicht 12 Mikrometern, sind also eher unauffällig im Knochen. Wenn man das mit den Durchmessern von den ansonsten bereits in der Literatur beschriebenen Gefäßen vergleicht. Also der zentrale Sinus, der sich in der Mitte des Knochenmarks befindet, hat einen Durchmesser von über 100 Mikrometern, ist also 10-mal so groß, beziehungsweise 10-mal so groß im Durchmesser. Was allerdings sehr erstaunlich war, ist die schiere Anzahl dieser Gefäße. Während die sonst in der Literatur beschriebenen Gefäße, die in den Knochen hineinlaufen oder aus diesem heraustreten, gerade mal in sehr geringer Anzahl von 2 bis 15 Austritts- oder Eintrittsstellen vorliegen, machen die TCVs knapp 900 bis 1000 Eintritts- und Austrittsstellen pro Knochen aus. Also um die 1000 Gefäße durchziehen den kortikalen Knochen. Wir haben hier also eine immense Anzahl an feinen Kapillaren, die den kortikalen Knochen durchziehen. Wenn man das dementsprechend jetzt anders darstellt, sieht man ganz klar, wenn wir dann noch zwischen Arterien und Venen unterscheiden, dass die Transkortikalgefäße von ihrer Querschnittsfläche her den Hauptkern des arteriellen und venösen Blutflusses in den Knochen hinein und aus dem Knochen heraus gewährleisten. Eine andere Mikroskopietechnik, die wir dann eingesetzt haben, um die Funktionalität dieser Gefäße besser adressieren zu können, ist die intravitale Zwei-Photonen-Mikroskopie. In diesem Fall können wir in lebenden Tieren immunologische Prozesse analysieren. Hier wird in dem Fall für diese Studie wird der Knochen entsprechend freigelegt, um die Blutgefäße im Knochen und im Knochenmark visualisieren zu können. Und das, was wir getan haben, ist verschiedene Dextrane zu injizieren, um den Blutfluss zu visualisieren, hier in Rot dargestellt. In Grün-Gelb sehen Sie Immunzellen, die hier durch den Blutstrom transportiert werden. Und wir haben hier drei verschiedene Gefäßtypen mikroskopiert, die aus dem Knochen austreten können. Unsere Transkortikalgefäße an oberster Stelle. Als zweites sieht man eine sogenannte Nutrient Artery. Das ist eine sehr große Arterie, die in den Knochen eintreten kann. Und den Sinus, das zentrale Hauptgefäß, was ich eben schon erwähnte, was ungefähr einen Durchmesser von bis zu 100 Mikrometern haben kann, das aus dem Knochen auch austritt, eine venöse Struktur. Das, was wir dann hier getan haben, sind die Streifenartefakte, die Sie hier in dem Bild sehen, die durch die Erythrozyten entstehen, die in dem Blutstrom mitschwimmen, zu vermessen und anhand dieser Streifenartefakte die Geschwindigkeit, mit der die Erythrozyten eine gewisse Strecke durch ein Gefäß zurücklegen, zu berechnen und somit die Blutstromgeschwindigkeit abschätzen zu können. Wenn man diese Geschwindigkeit mit dem Durchmesser der Gefäße verrechnet, kann man daraus einen volumetrischen Blutstrom errechnen. Und das, was hier wieder sehr auffällig ist, dass obwohl die Transkortikalgefäße jedes für sich einen sehr kleinen Durchmesser hat, aber aufgrund der großen Anzahl, mit der sie im Knochen vorliegen, ergibt sich insgesamt ein hauptsächlicher Volumenstrom eben über dieses feine Kapillarnetz und nicht über die großen Hauptgefäße, die Nutrient Artery und den Sinus, die sonst in der Literatur als die hauptsächlich zuführenden und abführenden Gefäße beschrieben wurden. Neben diesen Blutflussanalysen wollten wir natürlich auch wissen, welche Funktion haben diese Gefäße sonst noch in Bezug auf Immunzellrekrutierung. Immunzellen müssen im Fall von Entzündungen sehr schnell aus dem Knochenmark an periphere Wirkorte gelangen und es ist bereits in verschiedenen Studien gezeigt worden, dass dies innerhalb kürzester Zeit geschieht. Innerhalb von wenigen Stunden können Immunzellen einmal quer durch den gesamten Körper, zum Beispiel in die Haut wandern, wenn dort eine Entzündung vorliegt. Dementsprechend haben wir uns gefragt, wie kommen die Zellen so schnell aus dem Knochen heraus und haben auch dafür wieder Intravitalmikroskopie eingesetzt. Und hier sehen Sie einmal Blutgefäße im murinen Knochen unter Normalbedingungen. Hier können Sie in Rot den Blutstrom sehen, in Grün einige Immunzellen, die an den Gefäßen assoziiert sind. Es passiert aber nicht allzu viel. Hier haben wir jetzt GCSF appliziert. Diese stimuliert insbesondere neutrophile Granulozyten aus dem Knochenmark auszuwandern. Und in diesem Fall sieht das Ganze ganz anders aus. Wir sehen innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl an grün fluoreszierenden Neutrophilen und Makrophagen, die aus dem Knochenmark heraus durch die Gefäße auswandern.
Folglich können wir hier sagen, dass diese kleinen Kapillaren nicht nur dem Sauerstofftransport und der Nährstoffversorgung des Knochen dienen, sondern wahrscheinlich auch als sogenannte Highways für Immunzellen dienen, um möglichst schnell aus dem Knochen an die peripheren Wirkorte gelangen zu können. Ansonsten haben wir die Konfokale und zwei Photonmikroskopie auch noch genutzt, um die Funktionalität dieser Blutgefäße weiter zu adressieren, insbesondere wie diese entstehen und umgebaut werden. Und was Sie hier sehen können, ist ein Osteoklast in Rot dargestellt, der an einem Blutgefäßkanal im Knochen sitzt. Und was hier recht auffällig ist, mittels Grau SAG-Imaging dargestellt, ist das Loch, also das schwarze Loch, das sich direkt an dem Osteoklasten befindet und darauf hindeutet, dass wir hier eine Resorptionslakune haben, dass der Osteoklast gerade dabei ist, den Knochen an dieser Stelle abzubauen bzw. umzubauen und womöglich einen neuen Gefäßkanal zu erschaffen. Dies ist insbesondere relevant, wenn wir an knochenassoziierte Erkrankungen denken. Hier haben wir uns einmal ein Osteoporosemodell angeschaut. In den Bildern ist schon recht augenfällig ersichtlich, dass die Wildtyptiere einen deutlich dickeren Knochen haben als die osteoporotischen Tiere, bei denen eine geringere Knochendichte vorliegt. Was wir hier getan haben, ist die Anzahl der Blutgefäße zu quantifizieren. Oben rechts dargestellt, da sieht man ganz klar, dass die Wildtypen, die gesunden Tiere, wesentlich mehr Blutgefäße in ihrem Knochen haben als die osteoporotischen Tiere. Wenn man das allerdings einmal mit dem Knochenvolumen gegenrechnet, sieht man, dass die Wildtyp und die osteoporotischen Tiere in etwa gleich viele Blutgefäße pro Knochenvolumen haben. Also bei der Osteoporose nimmt die Knochendichte ab und gleichzeitig auch die Anzahl der Blutgefäße. Das, was man therapeutisch bei Osteoporose tut, ist die Aktivität von den Osteoklasten, die den Knochen abbauen, zu blocken, um somit wieder zu einer höheren Knochendichte zurückzuführen. Dies haben wir auch in diesem Modell getan. Und was wir hier beobachten konnten, war, wie zu erwarten, dass das Zoledronat einen positiven Effekt auf das Knochenvolumen hat. Die Dichte des kortikalen Knochens nimmt wieder massiv zu. Die Therapie ist also erfolgreich. Zu unserem Erstaunen nimmt aber die Anzahl der Blutgefäße nicht zu, sondern ganz im Gegenteil. Tatsächlich haben wir hier eine drastische Abnahme der Blutgefäße pro Knochenvolumen trotz Inhibition der Osteoklasten. Dies deutet darauf hin, dass diese Blutgefäßkanäle auch wirklich direkt durch Osteoklastenfunktionalität gesteuert werden. Dies hat uns zu der Frage geführt, wie genau werden denn diese Gefäße reguliert? Da haben wir jetzt verschiedene Ansätze angewendet. Hier einmal wieder ein Beispiel aus der konfokalen Fluoreszenzmikroskopie. Wir können die Blutgefäße leider nur sehr schlecht aus dem kortikalen Knochen heraus isolieren, um sie molekular zu analysieren. Das, was wir hier also getan haben, sind sogenannte Kolokalisationsanalysen, die uns ermöglichen, spezifische Fluoreszenzmarker gegeneinander zu validieren und zu schauen, inwiefern zum Beispiel unsere Transkortikalgefäße für Entzündungsmarker wie VCAM oder ICAM positiv sind. Und das, was man hier sieht, ist, dass während einer chronischen Arthritis, die PBS-PBS-Gruppe ist die gesunde Kontrollgruppe, die PBS-CFA ist ebenfalls eine Kontrollgruppe und die Glucose-6-Phosphat-Isomerase-CFA-Gruppe, das ist die Versuchsgruppe, die eine Arthritis entwickelt, also eine Entzündung der Gelenke und der Knochenstrukturen. Und bei dieser Gruppe sehen wir eine deutliche Zunahme der Entzündungsmarker bzw. der angiogenetischen Funktionalität der Blutgefäße im kortikalen Knochen. Darüber hinaus konnten wir auch quantitativ dann wieder mittels Lichtblattfluoreszenzmikroskopie zeigen, dass bei einer chronischen Arthritis, ganz links dargestellt, über die Zeit nicht nur die Gefäße entzündlich aktiviert werden, sondern ihre Anzahl auch massiv zunimmt. Obwohl wir einen Abbau des Knochens in Gelenknähe haben, was typisch für Arthritis ist, die Gelenke werden zerstört, haben wir hier eine starke Zunahme von Blutgefäßen. Allerdings scheint das Ganze zeitabhängig zu sein. Wenn wir uns die zweite Gruppe anschauen, die zweite Grafik, die stellt einmal dasselbe Krankheitsmodell zur rheumatoiden Arthritis dar. Allerdings haben wir hier keinen chronischen Arthritisverlauf, sondern eine akute Arthritis, die nach einer Woche wieder abklingt und ausläuft. Eine Woche Entzündung scheint also nicht ausreichend zu sein, um hier zu massiven Umbauprozessen im Knochen zu führen. Das Ganze scheint also zeitabhängig zu sein.
Der dritte Graph zeigt ein AOM-DSS-Modell. Das ist ein Colitis-Modell mit assoziierten Darmtumoren. Hier sehen wir keinerlei Effekte auf das Skelettsystem. Also offensichtlich erfolgen solche Umbauprozesse wirklich nur bei Krankheiten, die direkt den Knochen betreffen. Das Ganze wird auch noch einmal in dem letzten Graphen bestätigt. Hier handelt es sich um Tiere, die nach einer Strahlentherapie einen Knochenmarkstransfer erhalten haben. Und hier sehen wir, dass durch die Bestrahlung auch massive Schädigungen in der Knochenhomöostase vorliegen, die wiederum dazu führen, dass wir eine deutliche Reduktion der Blutgefäße im kortikalen Knochen haben. Folglich können wir mit diesen verschiedenen bildgebenden Techniken zeigen, dass dieses Blutgefäßsystem, das bisher nicht adressiert wurde, auch hochdynamisch ist und in verschiedenen Krankheiten unterschiedlich reagiert. Die Frage war natürlich auch, ob diese Strukturen, die wir hier in der Maus sehen, auch im Menschen existieren. Und wir haben mit einigen Chirurgen gesprochen, die uns bestätigt haben, dass sie in ihren Operationen, wie hier auf diesen Fotos gezeigt, diverse blutende Austrittsstellen auf Knochenoberflächen sehen konnten. Und hier haben wir ein Video von einem Femurhals zur Verfügung gestellt bekommen während einer operativen Maßnahme. Und hier sehen wir wirklich den Blutaustritt aus diesen Poren bei einem Patienten während einer Operation. Die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie und das optische Clearing lässt sich nicht nur auf Mausgewebe anwenden, sondern auch auf Humanproben. Und das haben wir hier getan. Hier haben wir einmal entsprechende Femurhalsproben von Menschen bekommen, die wir entsprechend auf Venen und Arterien spezifisch fluoreszent gefärbt, geklärt und dann mittels Lichtblattfluoreszenzmikroskopie analysiert haben. Und tatsächlich konnten wir hier zeigen, dass in humanen Knochen genau dieselben Gefäßstrukturen existieren, wie wir sie auch in den murinen Knochen gefunden haben. Und zwar Transkortikalgefäße, die unmittelbar den Knochenmarkskanal durch den kortikalen Knochen hindurch mit der Peripherie verbinden. Und auch diese konnten wir entsprechend analysieren, wobei man hier sagen muss, dass die Gefäße im Menschen einen deutlich größeren Durchmesser aufweisen als in der Maus. Also hier liegen wir durchschnittlich in etwa bei einem Durchmesser von 50 Mikrometern im Vergleich zu 12 Mikrometern bei der Maus. Nichtsdestotrotz zeigen diese Strukturen sehr ähnliches Verhalten auf. Somit kann man zusammenfassen, dass diese verschiedenen bildgebenden Verfahren es uns hier ermöglicht haben, einen komplett neuen Ansatz zum Verständnis der Vaskularisation von Röhrenknochen zu erzielen. Links sehen Sie einmal das zuvor gängige Konzept, wonach der Blutfluss in den Knochen hinein durch die sogenannten Nutrient Arteries erfolgt und der Blutaustritt über den zentralen Sinus. Und das, was wir hier zeigen konnten, ist, dass dieses Modell in der Realität deutlich komplexer ist. Wir haben zusätzlich zu diesen Gefäßen die sogenannten Transkortikalgefäße, die tatsächlich den Hauptblutstrom gewährleisten, sowohl den arteriellen Zufluss als auch den venösen Austritt. Und neben diesen entscheidenden Unterschieden für die Knochenhomöostase gewährleisten diese Transkortikalgefäße eben auch noch den schnellen Transport von Immunzellen aus dem Knochen heraus in die Peripherie. Das, was meine Arbeitsgruppe aktuell hier am ISAS verfolgt, ist, diese verschiedenen bildgebenden Techniken miteinander zu kombinieren, um ganzheitlichere Analysen durchzuführen. Das, was ich jetzt bisher präsentiert hatte, war das optische Clearing von verschiedenen Geweben, die wir dann mit Lichtblattfluoreszenzmikroskopie untersucht haben, und parallel histologische Ansätze, um diese Strukturen näher zu analysieren. Das, woran wir aktuell arbeiten und was wir auch schon erfolgreich jetzt etabliert haben, ist, das optische Clearing rückgängig zu machen. Wir können die Organe wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen, also wieder undurchsichtig machen und diese dann anschließend für die Histologie aufbereiten, entsprechend färben und dann mit hochauflösenden fluoreszenzmikroskopischen Verfahren wie der Konfokal- oder Zweiphotonmikroskopie analysieren. Und das Potenzial, das wir dadurch haben, möchte ich jetzt noch einmal an einem weiteren Beispiel darstellen. In diesem Fall befassen wir uns mit der rheumatoiden Arthritis, die ich eben auch schon einmal kurz erwähnt habe. Eine klassische Gelenksentzündung, das ist die häufigste Autoimmunerkrankung, die wir in der westlichen Gesellschaft haben. Sie betrifft vor allen Dingen Finger- und Kniegelenke. Und hier sieht man einmal den schematischen Aufbau eines gesunden Kniegelenks. Wir haben den Knochen mit einer intakten Knorpelkappe, die umgeben ist von einer Gelenkkapsel. Und diese Gelenkkapsel beinhaltet eine Gelenksflüssigkeit, die wiederum von verschiedenen Synoviozyten von dem umliegenden Gewebe abgetrennt ist.
Während der rheumatoiden Arthritis verändert sich die Situation aber sehr stark. Wir haben eine massive Angiogenese und Infiltration von verschiedenen Immunzellen in die Gelenke hinein. Die Synoviozyten proliferieren massiv und verschiedene am Knochenumbau beteiligte Zellen wie Osteoklasten werden aktiviert und sorgen dafür, dass die Gelenke angegriffen und letztendlich zerstört werden. Hier sieht man einmal eine beispielhafte Darstellung von einer fortgeschrittenen Arthritis, die die Fingergelenke betrifft. Das Ganze kann so weit gehen, dass die Gelenke dysfunktional werden und nicht mehr bewegt werden können. Also eine wirklich massive Erkrankung, deren Ursachen immer noch nicht vollständig geklärt sind. Was wir hier getan haben, ist ein transgenes Mausmodell zu nutzen, bei dem in Rot fluoreszent Makrophagen und Osteoklasten zu sehen sind. Hier haben wir zusätzlich in Blau Blutgefäße angefärbt und solch ein entsprechendes Kniegelenk mittels Lichtblattfluoreszenzmikroskopie analysiert. Und hier fahren wir jetzt einmal optisch durch das 3D-Gewebe hindurch und können sehr deutlich sehen, dass wir an dem Gelenkspalt eine große Anzahl von rot leuchtenden Zellen sitzen haben. Also wirklich wie eine Linie entlang des Gelenkspaltes sehen wir diese einzelnen roten Zellen, die Makrophagen, die hier die Gelenkskapsel auskleiden. Das war insofern überraschend, als dass bisher die Synoviozyten als eine heterogene Zusammensetzung und eher als ein loser Verbund beschrieben wurden. Das hier wirkt aber optisch wesentlich dichter. Wenn man diese Struktur jetzt optisch freistellt, also dass sie es nicht herauspräpariert, sondern nur optisch aus diesem 3D-Datensatz, den wir gerade gesehen, herausgearbeitet. Wenn wir uns diese Strukturen jetzt einmal detaillierter anschauen, kann man ganz klar sehen, wie dicht diese Makrophagen zusammensitzen und dass diese räumlich den Gelenkspalt von den auf der anderen Seite befindlichen Gefäßen abtrennen, also wie eine Barriere aussehen. Die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie ermöglicht aber eben eher Übersichtsbilder und weniger Detailaufnahmen. Deswegen haben wir uns diese Strukturen dann jetzt noch einmal hoch aufgelöst mit Konfokalmikroskopie angeschaut. Hier sehen wir einmal zusätzlich zu den rot leuchtenden Makrophagen in Blau noch Zellkerne und in Grün das Aktinskelett. Wenn wir das ausblenden, wird noch einmal deutlich, wie dicht diese Zellen beieinander sitzen und dass sie regelrecht eine Wand formen. Deswegen wir dazu übergegangen sind, von einer Makrophagenmembran in dieser Studie zu sprechen. Um herauszufinden, welche Rolle diese Makrophagenmembran nun in einer Arthritis spielt, haben wir das sogenannte KBXN-Serum-Modell verwendet. In diesem Fall erhalten die Tiere Serum aus KBXN-Mäusen, was eine sehr kurz anhaltende Arthritis induziert. Die Erkrankung bzw. die Entzündung der Gelenke beginnt bereits an Tag 1 nach Injektion, peakt an Tag 7 und geht danach automatisch in die Resolutionsphase über. Und das, was wir in diesem Zeitverlauf mit der Lichtblattfluoreszenzmikroskopie beobachten konnten, ist eben, dass an Tag 0 eine sehr dichte Makrophagenmembran entlang der Gelenkskapsel vorliegt, hier mit den weißen Pfeilspitzen angezeigt. An Tag 2 hingegen verschwinden diese Makrophagen. Wir sehen nur noch sehr, sehr wenige von diesen Zellen und das Ganze wirkt wesentlich loser. Also wir haben Lücken zwischen den einzelnen Makrophagen entlang dieser Membran. An Tag 7 hingegen sehen wir in grün dargestellt neutrophile Granulozyten, also Immunzellen, die massiv die Gelenkskapsel und auch den Gelenkspalt infiltrieren und auch wieder etwas mehr rot leuchtende Makrophagen. Diesen visuellen Eindruck haben wir dann auch noch einmal quantifiziert, indem wir wieder optisch die 3D-Struktur dieser Membran aus unseren Proben herausgearbeitet haben und in Bezug auf ihre Dichte analysiert haben. Hier kann man ganz klar sehen, dass an Tag 0 die Makrophagenmembran wirklich wie eine dichte Wand erscheint, während sie an Tag 1 massiv an Dichte verliert. Sie wird löchrig, durchlässig und nimmt dann langsam wieder bis zum Tag 7 wieder an Dichte zu. Um jetzt aber genauer analysieren zu können, was genau in dem Kniegelenk vor sich geht, haben wir jetzt diese Kniegelenke wieder rehydriert, also wieder undurchsichtig gemacht und diese dann histologisch aufbereitet. Und das, was Sie hier sehen können, ist, wie sich die Makrophagen in der Konfokalmikroskopie jetzt analysiert, hochaufgelöst dargestellt, während der Entzündung verändern. An Tag 0 haben wir sehr glatte, flache Makrophagen, die stark miteinander verbunden sind, also wirklich eine dichte Linie formen entlang des Synovialspaltes. An Tag 2 hingegen verändert sich die Morphologie komplett. Die Zellen fangen an zu phagozytieren, und zwar die infiltrierenden Immunzellen. Wir sehen in den Zellen, dass sie abgerundet sind, dass sie
Foam-ähnlich aussehen, sprich, dass sie sehr viele Vakuolen beinhalten, dass sie massiv phagozytieren. Wir sehen sehr viele grüne und blaue Strukturen in den Makrophagen, also eine ganz klare Aktivierung dieser Zellen auf die Entzündungszellen, die hier infiltrieren. Und an Tag 7 haben wir nochmal eine andere Situation. Hier scheint diese Makrophagenmembran, die ansonsten die innerste Schicht zum Gelenkspalt hin bildet, in den Hintergrund gedrückt zu werden. Wir haben hier weitere Zellen, die vor den Makrophagen liegen, was dazu führt, dass die Makrophagen nun durch diese anderen Zellen hindurch in den Gelenkspalt greifen müssen, wodurch sie diese langgezogene Morphologie jetzt aufweisen. Nichtsdestotrotz versuchen sie weiterhin, die infiltrierenden Immunzellen zu phagozytieren. Auf jeden Fall sehen wir hier eine sehr heterogene Zusammensetzung von den verschiedenen Makrophagen zu ihren verschiedenen Zeitpunkten in der Entzündung. Nun wollten wir wissen, was genau haben diese Makrophagen für Eigenschaften in den verschiedenen Arealen. Dazu haben wir Populationen aus dem Knochenmark mit eben diesen membranformenden Makrophagen und Makrophagen im umliegenden Synovialgewebe verglichen. Und das Ganze sowohl mittels Bulk als auch mittels Single-Cell-RNA-Sequencing analysiert. Und hier sind beispielsweise einige Gene aufgeführt, wobei diverse Marker ganz typisch für Makrophagenpopulationen allgemein sind, sprich die Zellen im Knochenmark, im Synovialgewebe und diese membranformenden Makrophagen teilen gemeinsame Eigenschaften. Zu unserer großen Überraschung konnten wir aber auch diverse Marker identifizieren, die in den Membranmakrophagen hochreguliert sind, die in den anderen Populationen nicht vorhanden sind. Und erstaunlicherweise waren das alles Marker, die ansonsten von Blutgefäßen bekannt sind, also nicht von Makrophagen. Sprich, wir haben hier offensichtlich eine Population, die sowohl Eigenschaften von Makrophagen als auch von Blutgefäßen aufweist. Das Ganze ist insofern erstaunlich, als dass wir insbesondere sogenannte Tight-Junction-Proteine auf den Zellen nachweisen konnten. Hier einmal wieder mittels Fluoreszenzmikroskopie dargestellt. Das sind Proteine, die sehr dichte Zell-Zell-Kontakte ermöglichen und normalerweise von Blutgefäßen, insbesondere von der Blut-Hirn-Schranke bekannt sind. Da die Fluoreszenzmikroskopie hier optisch an ihre Auflösungsgrenzen kommt, haben wir zusätzlich eine nicht fluoreszenzbasierte Mikroskopietechnik angewandt, die Elektronenmikroskopie, mit der wir noch einmal zusätzlich bestätigen konnten, dass diese Makrophagen über diese entsprechenden Tight Junctions verfügen. Dementsprechend haben wir uns gefragt, können wir uns diese besondere Eigenschaft der Makrophagen therapeutisch zunutze machen? Zuallererst haben wir die Makrophagen in einem entsprechenden DTX-Mausmodell mit Diphtheriatoxin depletiert, also entfernt, und anschließend dann die Arthritis induziert. Und was wir sehen konnten, war, wenn diese Makrophagen nicht mehr existieren im Kniegelenk, wenn sie entfernt wurden, dass wir dann einen deutlich schlechteren klinischen Verlauf haben, also eine deutlich massivere Entzündung. Hier die rote Linie, das ist die Mauslinie, in der die Makrophagen entfernt wurden. Und hier haben wir deutlich mehr Schwellungen der Gelenke, deutlich stärkere Entzündungsparameter. Folglich könnten wir daraus schließen, dass diese Makrophagen wahrscheinlich einen protektiven Effekt haben, das Kniegelenk also vor Entzündungen schützen. Die nächste Frage war dann, können wir diese Makrophagen auch wirklich mit Medikamenten gezielt adressieren, also nicht nur komplett depletieren, sondern auch therapeutisch adressieren. Und dazu haben wir Peptidomimetika eingesetzt, die uns ermöglicht haben, auch dadurch die Tight Junctions, die die Makrophagen verbinden, zu öffnen. Und hier konnten wir ebenfalls eine erhöhte Entzündung in den Kniegelenken nachweisen. Das ist natürlich nicht das, was man ansonsten therapeutisch möchte. Natürlich möchte man die Arthritis-Patienten davor schützen, entsprechende Gelenkserkrankungen zu entwickeln und die Entzündung inhibieren. Dementsprechend haben wir PDGFR-Inhibitoren eingesetzt. Das sind Medikamente, die ansonsten eingesetzt werden, um die Blut-Hirn-Schranke zu stabilisieren. Also Medikamente, die dafür sorgen, dass die Tight Junctions an den Zellen intakt bleiben. Also genau das Gegenteil von dem induzieren, was die Peptidomimetika tun. Und in der Tat, wenn wir diese PDGFR-Inhibitoren einsetzen, konnten wir eine massive Reduktion der Inflammation beobachten. Die Gelenke sind bei weitem nicht mehr derartig massiv angeschwollen, wie das in den Kontrollgruppen der Fall war. Eine hochsignifikante Verbesserung der Entzündungsparameter. Dementsprechend konnten wir hiermit zeigen, dass diese Makrophagenmembran
basierend auf den verschiedenen bildgebenden Verfahren, die wir hier eingesetzt haben, eine komplett neue Struktur darstellt, die bisher nicht bekannt war, die wir therapeutisch zur Behandlung von dieser Autoimmunerkrankung nun adressieren können. Und zusammenfassend können wir darauf jetzt nochmal zurückführen. Die Makrophagen bilden die oberste Membran, die Grenzfläche zum Synovialspalt verbinden sich mit Tight-Junction-Proteinen. Diese werden unter Entzündungsbedingungen aufgebrochen und im Umkehrschluss die Stabilisierung dieser Tight-Junction-Proteine führt dazu, dass wir eine deutliche Verbesserung des Krankheitsverlaufes hier erzielen können. So, basierend auf diesen verschiedenen Studien hoffe ich, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass Fluoreszenzmikroskopie in verschiedensten Bereichen der biomedizinischen Forschung eingesetzt werden kann, sowohl in der Grundlagenforschung, um neue Strukturen zu identifizieren und zu charakterisieren, insbesondere im anatomischen Kontext, aber dass man diese Techniken auch sehr gut in der translationalen biomedizinischen Forschung einsetzen kann, wie ich Ihnen das hier eben am Beispiel der rheumatoiden Arthritis zur Identifizierung neuer therapeutischer Zielstrukturen aufgezeigt habe, aber eben auch klinische Anwendungen sind möglich, wie zum Beispiel die Optimierung von analytischen Verfahren oder der Evaluation von therapeutischen Strategien und natürlich noch viele, viele mehr. Damit möchte ich natürlich all denjenigen danken, die an diesen verschiedenen Arbeiten mitgewirkt haben und natürlich auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Grünebohm. Das waren ganz tolle illustrierende Beispiele, die wir gesehen haben für die Anwendung Ihrer Technologien. Ich finde es ja bemerkenswert, dass man wirklich heutzutage noch ganze Blutgefäßsysteme, die übersehen wurden bisher, identifizieren kann. Mhm. Und Sie ja nun auch wirklich nachweisen konnten, dass da wirklich ein großer Teil auch des Blutflusses durch die geht, durch diese Transcortical Vessels. Das ist natürlich toll. Aber auch diese Analyse der Glomerulonephritis, das war aber doch alles im Mausmodell, oder? Also das heißt, ist das irgendwie machbar in den nächsten Jahren, dass man sowas auch bei Menschen einsetzt, beziehungsweise wie lange dauert so ein Scan so einer gesamten Niere derzeit? Das müsste da passieren. Also zum ersten Punkt ja, grundsätzlich ist es möglich, auch Humanproben mittels Lichtblattfluoreszenzmikroskopie zu analysieren. Das war ja zum Beispiel das Beispiel, das ich jetzt bei den Transkortikalgefäßen zum Schluss mit den Femoralsproben gezeigt habe. Das funktioniert natürlich auch für weiche Proben und wird tatsächlich zum Beispiel auch am Universitätsklinikum Essen bereits durchgeführt. Dort werden zum Beispiel Lymphknoten von Patienten mit Lichtblattfluoreszenzmikroskopie zusätzlich zur klassischen Histopathologie untersucht, um entsprechend auf Tumore bzw. Metastasen hin zu untersuchen. Das Ganze vom Zeitfenster her ist relativ schnell. Die Frage ist, wie schnell lassen sich die Proben klären? Das ist von dem Volumen der Proben abhängig. Je größer die Proben sind, desto länger dauert das Ganze natürlich. Insgesamt kann man die Proben aber innerhalb weniger Tage komplett klären. Also bei einem gesamten humanen Lymphknoten sprechen wir da von 1 bis 2 Tagen für die chemische Aufbereitung. Die Mikroskopie hingegen geht nochmal deutlich schneller. Hier sprechen wir von einer halben bis vielleicht 1,5 Stunden Scanzeit pro Probe, bis man dann die entsprechenden Resultate hat. Also das ist ein relativ schnelles Verfahren, wenn man bedenkt, wie aufwendig es ist, einzelne Schnitte auszuwerten. Okay, danke schön. Ich sehe jetzt momentan noch keine Fragen im Chat, aber ich würde gerne das Publikum hier nochmal animieren, sonst auch einfach das Mikrofon zu aktivieren und direkt Fragen zu stellen. Vielleicht könnten Sie nochmal sagen, sonst gibt es sozusagen ein Technology-Offer oder so, wo Sie vielleicht auch noch Kooperationspartner suchen oder auf der anderen Seite gibt es vielleicht technologische Probleme. Wir haben sicherlich viele Technologen, die hier auch zugehört haben, die weniger aus dem biologischen oder klinischen Bereich kommen, dass Sie da noch was benötigen und gerne auch vielleicht diskutieren möchten mit denen, die auch noch weitere, vielleicht ergänzende Tools anzubieten haben. Also Punkt 1, ja, natürlich bin ich immer offen für Kooperation und freue mich immer sehr, wenn da entsprechende Anfragen kommen.
wie gesagt, die Techniken lassen sich sowohl die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie als auch die Konfokal- und Zweifotonmikroskopie alle hier am ISAS umsetzen. Wir haben die entsprechenden Geräte und die Techniken hier, das durchzuführen. Und wir tun es auch bereits für diverse Kooperationspartner an verschiedensten Geweben. Mein persönlicher Schwerpunkt liegt auf knochenassoziierten und gefäßassoziierten Erkrankungen. Aber natürlich adressieren wir auch Forschungsprojekte in anderen Kontexten und in anderen Geweben. Da sind wir immer offen und freuen uns sehr über entsprechende Anfragen und unterstützen da im Zweifelsfall auch gern, wenn eigene Geräte vor Ort verfügbar sind und man das vor Ort durchführen möchte, also Protokollanfragen oder entsprechende Tipps und Tricks zum Handling der Proben, da unterstützen wir auch immer sehr gerne. Zu den technischen Limitationen beziehungsweise zu dem, was wir hier noch weiter anstreben, ist unter anderem noch weiter die KI-basierte Bilddatenanalyse voranzutreiben. Die Quantifizierung derart großer Datensätze ist eine sehr große Herausforderung, insbesondere wenn man eben nicht mehr manuell Strukturen quantifizieren und analysieren möchte. Da haben wir zum einen hier am ISAS-Institut jetzt ganz frisch eine eigene Arbeitsgruppe, aber natürlich kooperieren wir hier auch mit anderen Arbeitsgruppen verschiedener Institute, um neue Ansätze und Strategien zur Bildauswertung zu entwickeln. Ein weiterer Punkt sind Fluoreszenzmarker für die Färbung, wenn wir jetzt nicht IV in die Tiere spritzen, sondern sogenanntes Whole Mount Staining, insbesondere an Humanproben durchführen, hier entsprechende neue Fluorophor-Klassen zu identifizieren oder kleine Moleküle, mit denen wir unsere Zielstrukturen anfärben können, die bessere Gewebepenetration ermöglichen, als Antikörper das tun. Also in der Richtung sind wir auch sehr an Kooperationen interessiert. Dankeschön. Der Herr Messerschmidt von der Firma Grintech hatte die Frage, wenn diese Modalitäten MPM, FM und LSFM auch als endomikroskopische Sonden zur Verfügung stünden, sehen Sie dort Anwendungen in Ihrem Bereich? Also dass man mit Sonden sozusagen in die Struktur noch reingeht? Also Sie meinen minimalinvasive Eingriffe bei Intravitalmikroskopie zum Beispiel oder wie habe ich das zu verstehen? Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, ja. Ja, also das ist natürlich ein sehr wichtiger Ansatz, insbesondere bei der Intravitalmikroskopie von Immunzellen so minimalinvasiv wie möglich arbeiten zu können. Je stärker die operativen Eingriffe sind, desto mehr verändern wir die biologische Situation und sorgen für Nebeneffekte, die wir eigentlich nicht haben möchten in unseren Studien. Das ist ein hochspannendes Themenfeld. Also da sind Mikrosonden, insofern das jetzt damit gemeint ist, natürlich äußerst relevant und hochspannend. Bei Knochen ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil man schlecht in diese hineinkommt, aber für die Mikroskopie von weichen Geweben wäre das durchaus hochspannend. Ja. Okay, ja genau, das war damit gemeint, hat Herr Messerschmidt nochmal bestätigt. Dann eine weitere Frage, können wir diese Technik mit Retinal- oder Retinalpigmentepithelium verwenden? Also pigmentierte Proben sind generell schwierig in der Lichtblattmikroskopie, da diese stark das Licht absorbieren. Das ist generell, egal ob wir jetzt über Lichtblattfluoreszenzmikroskopie sprechen, Konfokal-, Zweifotonmikroskopie, immer ein sehr limitierender Faktor. Bei der Lichtblattmikroskopie gibt es Ansätze oder beziehungsweise Protokolle, die es ermöglichen, mit sogenannten Bleaching-Reagenzien, H2O2 und ähnlichem, die Pigmente zu zerstören und dann anschließend zu färben und zu mikroskopieren. Da haben wir auch schon sehr gute Erfolge mit gehabt. Allerdings muss man hierzu sagen, dass diese Arbeitsschritte nicht mit endogenen Fluoreszenzproteinen kombinierbar sind, da das Bleaching diese zerstört. Sprich, wenn man transgene Mausmodelle hat und man muss leider auf ein entsprechendes H2O2-Bleaching zurückgreifen, dann ist man zwingend nachträglich auf Antikörperfärbungen angewiesen. Okay, danke schön. Ja, wie gesagt, Sie können auch Ihr Mikro aktivieren sonst und direkt sprechen, dann im Chat sehe ich jetzt keine weiteren Fragen momentan. Wir können noch mal einen kleinen Moment warten. So. Möchte da jemand etwas fragen? Ich höre gerade irgendwie leise im Hintergrund. Genau. Hallo, mein Name ist Katrin Roth. Ich habe mich heute in dem Sinn vom German Bioimaging, einem Netzwerk für Mikroskopie, also Mikroskopie-Core-Facilities,
zugeschaltet und wir haben auch eine Gruppe, da bin ich eben die Sprecherin der Intravitalmikroskopie als Anregung, wo es bestimmt auch Sie, Frau Grünbaum, eine Bereicherung wären für diese Intravitalmikroskopie-Gruppe. Also ich komme auch aus der Knochen-Intravitalmikroskopie und habe die von der Anja Hasenberg im Prinzip auch weiter fortgesetzt und gelernt. Ja, das klingt sehr spannend. Auf jeden Fall sehr gerne. Wenn Sie mir da ein bisschen Informationen zukommen lassen könnten. Genau, ich schreibe in den Chat mal die allgemeine E-Mail-Adresse und dann kann man sich da bestimmt mal demnächst auch austauschen. Ja, sehr gerne. Prima, vielen Dank. Gibt es noch weitere Angebote, Fragen, Bemerkungen? Dann gibt es da gleich die Anfrage, ob es Möglichkeiten für Promotion oder Mitarbeiten gibt bei Ihnen in der Gruppe oder zu diesem Thema. Also selbstverständlich. Also meine Gruppe befindet sich gerade im Aufbau. Ich bin erst seit vergangenem November am Leibniz-Institut. Dementsprechend freue ich mich immer sehr über Bewerbungen, sowohl Bachelor-Master-Studenten als auch Promoventen. Sehr gerne. Prima, hervorragend. So, ich sehe keine weiteren Einträge. Ich schaue nochmal. Aktive Mikrofone gibt es auch derzeit nicht. Ja, dann bleibt mir, Ihnen ganz herzlich zu danken für diese tollen Einblicke in Ihre Arbeiten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dann beim nächsten Mal wieder dabei wären bei einer unserer nächsten Health Tech Lectures und danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank. Vielen Dank auch.